Und damit heiße ich euch willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Battle for Vesnos. Heute kommen, wie schon bei den letzten Folgen gesagt, nur zwei Folgen geplant, die Folge Battle for Vesnos und die Folge Mass Effect. Da ich aber heute schon sehr früh die Folgen aufnehme, würde ich es nicht ausschließen, dass es heute noch mehr Folgen werden. Aber Assassin's Creed wird heute auf jeden Fall nichts kommen und was Neues auch nicht, sofern keine Kommentare dazu kommen. Ja, beim letzten Mal bei Battle for Vesnos haben wir angefangen, gegen die Untoten zu kämpfen mit den Banditen. Wir haben leider nicht viel geschafft, weil wir mehrmals neu starten mussten. Oh, ich habe vergessen, die alten Speicher zu löschen. Wie versprochen, habe ich gespeichert nach der Folge. Und beim zweiten Mal ist es auch gut geklappt. Ich hoffe, diesmal geht es das erste Mal. Beim letzten Mal war einfach das Spiel ein bisschen buggy. Und ja, es sieht im Moment gar nicht so schlecht aus, ehrlich gesagt. In diesem Zug können wir nichts mehr machen. Ja, du bleibst da. Du bist auch da. Du bleibst auch da. Und du bleibst auch da. Du kannst dich noch ein paar Schritte vorbewegen. Das habe ich vorher übersehen. Also beim letzten Part heißt das. Aber jetzt können wir nichts mehr machen. Und genau, jetzt gucken wir mal, ob wir hier gegen den Grutt oder den Gerd klarkommen. Die haben beide 28 Leben. Ja, vom Leben sind sie nicht stark. Und ich hoffe, dass diesmal beim ersten Mal klappt. Ich werde auch diesmal zur Sicherheit erst im Nachhinein speichern. Einfach zur Sicherheit. Weil mich das schon geärgert hat. Los, verteidige euch gegen die Untoten. Okay, Garrick wird geheilt. Der eine Bandit, der im Dorf ist, auch. Der andere ist jetzt zum Dorf vorgerückt. Wunderbar. Und ich glaube, wo ist denn? Ach nein. Ich dachte, einer wäre ausgezogen. Das war aber ein Irrtum. Okay. Wegelagerin, du darfst dir diesen Seelenlosen vornehmen und hoffentlich töten. Ja, sehr schön. Ein schöner erster Angriff in dieser Folge. Und du darfst den hier machen. Ja, zumindest einmal Schaden. Vielleicht schafft es der nächste. Nein. Na ja, gut. Es konnte nicht jeder Angriff gut laufen. Dann darfst es du machen. Leider ist der schon relativ tot. Du darfst dich an den hier hinten wenden. Sehr schön, und du darfst ihn hier vorne angreifen. Ja, nicht jeder kann treffen, aber das können wir auch nicht erwarten. Du kommst nach vorne. Du selbstverständlich auch. Ihr alle natürlich auch. Kannst du gleich hier ganz vorgehen. Du hier, du hier. Die ausgewählten Bogenschützen vom Ende des letzten Zuges können natürlich auch nach vorne. Den Bauern schicke ich jetzt auch mal hier hin. So, du Bauer darfst hier runterziehen. Und du Bogenschütze auch. Jarek, der ist beim letzten Mal einmal gestorben, aber das war einer der Games, die wir nur laden mussten. Du bist ja hier in einem Dorf. Du darfst also den Seelenlosen hier angreifen. Ja, zweimal Schaden. Finde ich gut. Du bleibst da. Du kannst das eine Feld gehen. Du bleibst auch da. Du kannst natürlich aus dem Lager raus. Ioram bleibt auf jeden Fall da. Der Garrick, der ist halt immer noch sehr geschwächt. Obwohl er jetzt einmal geheilt wurde, den lasse ich deswegen erstmal da. Unser Geotalyn darf aber vorrücken. Und unsere Mager lasse ich auch erstmal da. Lass auch vorrücken. Alle erstmal vorrücken, erstmal Truppenbewegungen. Wie gesagt, ich will erst den mit den Seelenlosen erledigen, bevor ich mich dann dem anderen Untoten widme.
Die haben wir letztes Mal kurz gesehen am Ende. Und ja, der Fallas darf auch nach vorne. Er soll ja seine Banditen anführen. Du bleibst zum Heilen. Du kannst eh nicht weiter. Du bleibst da auch. Okay, wir haben plus 1. Die Frage ist, ob wir was ausbilden, weil im Moment haben wir nicht wahnsinnig viel Geld. Ja, komm, eine Einheit können wir mal ausbilden. Das wird jetzt wieder ein Kavallerist sein. Weil jetzt haben wir plus 0. Ich weiß, wir könnten noch einen ausbilden, aber dann haben wir wieder Minus. Ich will jetzt kein Minus haben. Okay. Ja, im Moment scheint ja der Gerd und der Grut hier recht wenig zu haben. Da sehe ich jetzt nur die beiden. Und hier zwei. Das macht insgesamt vier. Die zwei meine ich. Das waren insgesamt vier. Aber es könnten mehr sein. Der eine ist relativ weit weg. Und der hier, ja. Also im Moment hat er nicht so viele Einheiten. Hoffen wir, dass sich das nicht gleich spontan ändert. Ja, da ist es schon ein Seelenloser mehr, weil er einen unserer Banditen getötet hat. Das habe ich irgendwie befürchtet, dass sowas kommen würde. Überrascht mich nicht sonderlich. Nervt mich, aber es überrascht mich nicht. So, du Wegelagerin, heilst dich noch ein bisschen in den Dorf. Normalerweise würde ich ja angreifen, aber... Du darfst auf jeden Fall dich mit dem befassen. Und töten. Sehr schön. Der war wichtig. Du darfst den hoffentlich töten. Sehr schön. Und du darfst den angreifen. Ja, zwei Treffer. Vielleicht kannst du ihn töten. Ja, sehr schön. Im Moment kämpft ihr hochmotiviert, Freunde. Du darfst ihn angreifen, der wird nicht sterben, aber vielleicht kriegt er Schaden. Na, schade. Ja gut, aber wie gesagt, man kann nicht erwarten, dass alle Angriffe treffen. Im Moment bin ich mit denen ganz zufrieden. So, ihr geht alle vor. Ist halt immer noch ein Stellungskrieg im Moment. Ich habe ja jetzt ein Part auch Stellungskrieg mit den Untoten genannt. So, ja, Garrick und Hylas lasse ich noch ein bisschen da. Und ihr könnt langsam, aber sicher kommt ihr näher. Du kannst sogar angreifen. Sehr schön. Auf. Ja, getötet. Damit ist jetzt der Weg hier frei zu Gerd und Grut. Zu den beiden, wie soll ich sie nennen, wandelnde Leichenbrüder, nenne ich sie jetzt mal. Keine Ahnung, ob es Brüder sind, aber weil der Name so ähnlich ist. Dachte ich, das wäre ganz passend. Ja, du darfst hier noch den Seelenlosen angreifen, damit der auch noch weg ist. Das ist der Illen. Ja, zumindest einmal getroffen. Das war jetzt nicht ganz so gut, aber das war ein Treffer. Ja, im Moment nähern wir uns dem hier sehr gut. Im Moment haben wir auch hier viele Männer. Der hat kaum Möglichkeiten, uns wirklich zu schaden. Kannst du ihn angreifen? Nein. Ursa kann ihn nicht angreifen. Und der andere ist noch nicht in der Nähe. Du nimmst das eine Dorf hier ein. Eigentlich wollte ich dich hier heilen lassen, aber das eine Dorf kannst du einnehmen. Und du kannst diesen Seelenlosen noch angreifen. Na, ein Treffer. Du bleibst. Und du kommst hier hin. Du kommst hier hin. Und du kommst hier hin. Schnell aus dem Wasser raus. Und das war's, glaube ich. Ja. Jetzt haben wir ja plus 1, weil wir ein Dorf eingenommen haben. Wie sieht's denn aus? Also, die beiden sind natürlich noch voll, aber hier sind es halt nur noch jetzt zwei. Und hier hinten sind es halt noch zwei. Und hier sehe ich noch keine Untoten. Das freut mich auch sehr. Wir müssen die nämlich erledigen, bevor die anderen kommen, weil ich habe die Angst, dass wir sonst in die Zange genommen werden. Ich will den Bogenschützen jetzt aus, weil wir wieder plus 1 haben. Ihr wisst ja immer, ein Wechsel. Halt im Stand. Ja, da haben die Untoten jetzt ein Dorf eingenommen. Ach, da kommen jetzt die Skelette. Ich habe schon dauernd Angst gehabt, sie zu sehen. Da sind sie jetzt, die Gefürchteten.
Mein lieber Afallas, du darfst den Gerd angreifen mit der Schleuder. Schade. Und Ufes, du auch. Du triffst ihn hoffentlich. Nein, treffen. Jetzt fangt bitte nicht an mit dem Unfähigwerden. Ihr wart gerade so gut. Du darfst ihn. Du bist halt gleich tot. Zweimal getroffen. Sehr schön. Du darfst ihn vielleicht töten. Ja, wunderbar. Ja, leider sind sie jetzt gerade wieder ein bisschen unfähig, weil sie haben jetzt den Gerd nicht verletzen können, obwohl sie bei ihm waren. Das ist ein bisschen doof. So, du kommst näher. Du kommst auch näher. Du bleibst da im Dorf und du darfst. Du bist voll jetzt, oder? Noch nicht ganz. Dann warte ich mit dir noch einen Zug. Du darfst den erlegen, hoffe ich. Sehr schön, das war wichtig. Und du darfst dich mit dem hier befassen. Du wirst aber wahrscheinlich bald sterben. Ja, sehr schön. Der Nachkämpfer, die Malik, noch besser. Der ist tot. Und du kannst leider auch noch näher kommen. Bisschen blöd gerade. Halt. Bei dir mache ich Ruhe. Du darfst den noch angreifen. Na, zwei Treffer. Hat ihn nicht getötet, aber zwei Treffer. Wie gesagt, ich bin froh über jeden Untoten, der stirbt. Ich bin froh über jeden Treffer, der von uns trifft. Und von den Untoten nichts trifft. Also, ihr kommt hier alle näher. Ich weiß, dass die Skelette auf der anderen Seite kommen. Aber ich würde gern erst diesen Untoten auslöschen. Deswegen sende ich da keine Verteidigung hin. Erstmal. Und hoffe, dass das kein taktischer Fehler ist. Ich meine, wir brauchen die Basis nicht unbedingt, weil wir haben... Unsere wichtigste Basis ist eh hier oben. So, der gute Garrick ist fast wieder voll. Im nächsten Zug ist er einsatzbereit. Solange bleibt er aber noch. Kommst näher. Genauso der Hühlers. Aber wie gesagt, im nächsten Zug ist er wieder voll. Der hat sich jetzt sehr gut erholt. Beim letzten Zug sah es um den ja nicht so besonders gut aus. So, kannst du vielleicht... Du kannst noch was angreifen, Jarek. Du kannst den Gerd angreifen. Ja, warum nicht? Du bist Leben voll. Ja, das war sehr gut. Gerd hat nur noch 10 Lebenspunkte von seinen 28. Das war gerade ein ordentlicher Schlag für ihn. Das war doch sehr schön. Ich meine, er hat keine Chance hier. Der ist komplett umzingelt von unserem Banditen und anderen Truppen. Eigentlich kämpfen wir gerade total unfair. Aber ich meine, die Banditen spielen auch nicht mit Fernmitteln. Die Untoten spielen auch nicht mit Fernmitteln. Weil die Untoten für jeden, wir wissen es, für jeden, der von uns stirbt, kommt Untoter. Das heißt, die Untoten spielen auch nicht mit Fernmitteln. Deswegen habe ich da kein schlechtes Gewissen. Ah, Gerd hat die Position gewechselt. Und Grutt ist an seine Stelle getreten. Grutt hat auch einen Untoten erschaffen. Hat aber Schaden bekommen von einem Speerträger. Ja, da kommen jetzt die ganzen Skelette. Ich hoffe, wir... du gehst runter. Ich hoffe, wir kriegen jetzt die beiden hier klein. Also, der Grutt hat jetzt noch 19 Leben. Der Gerd hat jetzt nur noch 9 Leben. Jarek, du warst gerade so gut. Du kannst den... Nee, Gerd hat 2 Leben. Du warst gerade so gut, du tötest ihn bitte. Sehr schön. Getötet. Mit dem einen ist es nicht getan. Da steckt eindeutig längerfristiges Kalkül dahinter. Jetzt gucke ich hier kurz in die Spielübersicht. Ja, wir haben immer noch Grutt. Wie gesagt, Gerd war wohl der Bruder. So, Afallas, mal sehen, ob du sowas auch hinkriegst mit dem Grutt. Schleuder. Ja, sehr schön. Der Dunkle, die dunklen Meister sind gefallen. Sehr schön, Afallas. Also das war ja gerade ein schönes Doppelteam hier. No, I fear there is still much evil present.
they were merely servants on a far more powerful force. Also, Aphalas dachte, alle werden vernichtet, aber Hylas hat gerade gesagt, er spürt, dass viel mehr Böses präsent ist, und zwar Diener einer viel stärkeren Macht. Ja, die Skelette. Um die müssen wir uns jetzt kümmern. Aber wir sind einen Untoten los. Das kannst du gleich anfangen. Wir müssen halt dem einen Banditen jetzt sehr schnell Hilfe schicken. Aber das war gerade ein sehr schöner Angriff, der wurde nicht getroffen und hat alle erledigt. Du darfst das Dorf noch einnehmen hier und darfst den noch angreifen. Ja, der lebt leider noch, aber vielleicht kannst du ihn erledigen. Ja, sehr schön. Und du kannst den vielleicht noch erledigen. Jetzt, wo ihre Meister gefallen sind, da haben die auch keinen Mut mehr. Also sofern Untote überhaupt Mut besitzen. Na, erst der. Ach, du bist gleich tot. Ja, egal. Einmal Schaden konntest du machen. Die anderen schicke ich jetzt zurück, weil die müssen hier über die Brücke wieder. Wir wissen es ja schon. Und der eine Strolch hier braucht ganz dringend Hilfe. Weil wir sollten uns jetzt hier nicht mit dem Kleinkram befassen, wir haben größere Probleme. Also, los geht's. Jungs, reitet zurück. Aber damit ist schon mal einer der Untoten ausgeschaltet. Jetzt, oder? Spielübersicht. Genau, der eine Untote ist ausgeschaltet. Jetzt ist nur noch der Liederne da. Alle zurück. Verteidigt das Dorf der Banditen. Auch wenn es jetzt unser Dorf ist, weil sie ja mit uns verbündet sind, aber völlig egal. Du bleibst. Du bist. Garrick ist wieder fit übrigens. Ah, nicht komplett. Ihm fehlen 2 Lebenspunkte, aber ganz ehrlich, 2 Lebenspunkte sind nicht so wichtig. Ihr Talent wurde jetzt gar nicht gebraucht. Hylas, mein Freund, wir können dich dringend gebrauchen. Er ist ja beim letzten Mal oft gestorben. Diesmal hoffe ich nicht, dass er stirbt, weil wir sind jetzt gerade sehr gut dabei. Wir haben jetzt einen Untoten vernichtet. Darauf hoffe ich jetzt, dass er nicht stirbt. So, alle voran. Wie gesagt, um die paar Wiedergänger, da scheiße ich jetzt drauf. Weil die Skelette sind der weit größere Feind. Die paar Wiedergänger haben wir jetzt keinen Herrn mehr und sind allein ja auch nicht gefährlich, nur die Masse macht es halt gefährlich. Ich glaube, das zweite Lager ist das hier. Das heißt, ich werde mich hier vorkämpfen und dann nach unten gehen. Wir haben auch noch gut Zeit. Wir haben noch 29 Züge insgesamt. Das heißt, wir sind noch nicht mal bei der Hälfte der Runden. Ja, ist ein langes Szenario. Der wird bestimmt gleich verwandelt. Ja. Oh, weh, tötet meinen Jarek. Der hat so tolle Arbeit geleistet. Oh, er ist aufgestiegen. Gut. Damit hat er ein volles Leben. Der eine Strolch hier hält sich heldenhaft. Aber er stirbt. Ja. Er hat sich heldenhaft gehalten, aber es war klar, dass er alleine nicht standhalten würde. Aber das macht nichts. Er hat genug Zeit gebracht. Was ist denn der Jarek jetzt? Der Jarek ist jetzt ein Kürassier. Der ist gerade aufgelevelt. Aber er hat genug... sein Opfer war nicht vergebens. Er hat genug Zeit gemacht, damit hier... wir das Dorf besetzen können und angreifen können. Greif die Skelette an. Wie gesagt, dass er sterben würde, war klar. Der war halt alleine. Und die Skelette, wissen wir ja, die sind deutlich gefährlicher als die wandelnden Leichen. Aber die Skelette haben den Vorteil, dass sie nicht diese untote Berührung haben. Dass sie nicht weitere Untote erschaffen können. Das ist ein riesen Vorteil. Jungs, her mit euch, zu mir, meine Krieger. Außer Delonas. Nein, Eoran.
Wie komme ich jetzt auf der Erdolas? Ja, ich bin immer noch von der Erdolas geprägt. Das ist total ätzend. Garrick? Ja, wie gesagt, ich weiß, ihm fehlen noch zwei Leben, aber ganz ehrlich, da scheiß ich drauf. Alle näheren. Alle näheren, ganz schnell. Wir haben hier so viele Truppen, und deswegen bauen wir auch so lange für die Züge. Ich will jetzt erstmal auch nichts aus. Außer wenn viele sterben sollten. Ja, der Jarek, der Kürassier. Ich überlege halt, ob er noch ein bisschen levelt hier. Nee. Der kommt auch nach oben. Wir haben einfach Wichtigeres zu tun. Wir haben einfach Wichtigeres, womit wir uns befassen müssen. Weil die Skelette werden sonst kein Deut zögern, uns alle zu killen. Alle nach oben. Du natürlich auch, mein lieber Aphalas. Mit dem, auf dem bin ich stolz, der hat das sehr gut gemacht. Mit den einen, wie er es genannt hat, dunkle Meister getötet. Das war sehr schön. Das hat er gut gemacht. So. Das Gute bei den Banditen ist auch, dass die echt weit laufen können. Das fällt mir gerade auf. Du kannst sie noch angreifen. Die können weit laufen, die haben viele Bewegungspunkte. Aber das hatten die Elfen halt auch. Ich glaube, da nahm sich nicht viel. So, ihr könnt leider nur einen Schritt gehen, weil ihr blockiert euch leider gegenseitig. Wir haben zu viele Männer. Das ist ein bisschen blöd. Im Moment haben wir auch minus 2 beim Einkommen. Wir brauchen ganz dringend Dörfer. Ja, die Untoten kommen jetzt nach. Und da ist ein Kavallerist tot und leider ist das Dorf übernommen. Jetzt kommt halt der schwere Fall. Der Nachteil an den Kavalleristen ist halt, sie haben keinen Fernkampf. Das ist ziemlich schlecht. Jetzt kommt der deutlich schwerere Teil, aber es wird Tag. Das finde ich sehr gut. Na los, Jungs, treibt den Abschaum aus dem Dorf wieder raus. Ach, und die machen so viel Schaden. Ich glaube, jetzt werden wir ganz schnell wieder die Männer verlieren. Töte ihn. Nein. Töten heißt nicht selber sterben. Grrr. Mach doch nicht sowas. Garrick, komm schon. Du bist übrigens wieder voll. Ja, sehr schön. Das ist ein wahrer Leutnant hier. Tapfer bei seiner Pflichterfüllung. Der ist beim letzten Mal auch einmal gestorben. Und du, Hylas, darfst auch mit deinem heiligen Licht den Untoten zu Leibe rücken. Hat auch einen erledigt. Der Hylas ist echt so eine Kampfsau. Gerade für einen Magier finde ich ihn eine Kampfsau. So, ihr dürft alle davor kommen. Wie gesagt, wir müssen. Du darfst den noch töten. Kommt schon, tötet den. Ach Mann, das war Illyn. Illyn war wichtig. Könnt ihr jetzt sagen, Illyn zu töten? Ich glaube, hier gehe ich dann über die untere Brücke. Wird nicht so viel Zeit verlieren. Ja. Ist gerade ein bisschen öde mit dem Truppen verschieben. Du kannst sie noch angreifen, da du fast tot bist und mit der Schleuder bitte. Ja, sehr schön. Kann irgendwer das Dorf besetzen, das finde ich ganz cool. Nein. Dann nehmen die Untoten es nämlich gleich im nächsten Zug wieder ein. Aber trotzdem, sie haben einen verloren. Besonders als Sieg sehen. Wir haben auch noch 6 Minuten. Ja, auch in diesem Mal schaffen wir es nicht ganz. Aber wie gesagt, wir hatten einen Teilsieg gegen die Untoten. Dass wir jetzt nur noch einen Feind haben statt 2, ist definitiv ein Sieg. Ja, okay.
Jetzt haben sich alle bewegt. Können wir denn sehen, wie viele der Untote hat? Wahrscheinlich nicht. Nein, genauso wie der Erste. Ja, wie gesagt, ich nehme an, der ist hier unten. Aber wir müssen halt erstmal hier die ganzen Dörfer säubern. Das waren halt mal die Banditendörfer. Und, dann da einnehmen. Ja, der Untote hat sich doch zurückgeholt. Hat aber ein anderes verlassen. Ach nein, da ist der Zweite. Ja, ich habe mich schon gewundert. Ich meine, im Moment ist Tag. Im Moment haben wir einen Vorteil gegenüber den Untoten, weil wir machen mehr Schaden. So, mein Freund. Hylas, töte den Wiedergänger hier. Na, schade. Aber Schaden gemacht. Das war nicht unwichtig. Ja, die eine Runde spiele ich noch. Du hast auch Schaden gemacht. Du machst vielleicht auch Schaden. Ja, das sieht doch sehr gut aus. Und du tötest ihn vielleicht sogar. Sehr schön. Garrick, nimm das Dorf ein und greift gleich das Skelett daneben an. Na, das war nicht deine Sternstunde, Garrick. Du hast zwar einmal getroffen, aber das hättest du besser gekonnt. Gut, ihr geht rüber. Ich glaube, letztendlich werden wir diesen Sternstunde auch gewinnen. Den wir hier haben. Wir haben halt extrem viel. Du darfst ihn auch noch angreifen, Jarek. Langschwert und Armbrust hat er jetzt übrigens. Ich glaube, er hat ein normales Schwert. Dass Jarek aufgestiegen ist, freut mich hier richtig. Und diesmal ist er nicht durch Untote gestorben. Wie gesagt, er könnte jetzt immer noch sterben durch Untote. Aber, er wird kein Zombie mehr. Das, ist doch was. Kann hier hindrängen. Und du gehst über den unteren Weg, Ursa. Dann können wir vielleicht die auch ein bisschen überraschen. Du kannst vielleicht das Skelett noch töten, weil das ist fast tot und das ist wieder so frech. Ja, sehr schön. Und du darfst den hier noch angreifen. Ach, ich hätte ihn zu Skeletten vielleicht schicken sollen. Zu den anderen Dörfern vielleicht schicken sollen. Und vor allem, er hat nichts getroffen. Egal. Ich meine, hier sind keine Skelette, das ist das einzige weit und breit. Freut mich auch sehr zu sehen. Weißt du was, du nimmst ein Dorf hier schon mal ein. Einfach damit wir wieder, wir haben immer noch minus 1, dass wir wieder ein bisschen Plustern machen. Weil Männer rekrutieren können wir fürs Erste knicken. Wir könnten irgendwo hingehen. Du gehst dahin und dann sind wir mit dem Zug fertig. Wir müssen auch in 2 Minuten, soweit ich mich erinnere, aufhören, genau. Okay, dann hören wir jetzt hier auf. Wie gesagt, auch diesmal speichere ich bewusst nicht, weil ich einfach das hier dann nochmal gucken will, wegen dem Thema Aufnahme da oder nicht. Das hat mich beim letzten Mal nicht echt geprägt, weil wir jetzt auch bei dem mal so einen guten Run hatten. Also, wir haben hier den Untoten erledigt. Hier sind halt noch ein paar von seinen wandelnden Leichen, aber die waren mir jetzt, wie gesagt, wurscht. Und beim nächsten Mal hoffe ich, dass wir ihn hier schaffen. Ich meine, von der Zeit haben wir keine Hetze. Wir haben noch mehr als genug Runden übrig. Und genau, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Und heute noch auf jeden Fall zu einer Runde Mass Effect. Bis dahin, Freunde. Gehabt euch wohl.